Also die meisten Menschen haben, glaube ich, eine ziemlich falsche Vorstellung davon, was Straßensozialarbeit macht. Also viele denken, wir haben da mit einzelnen Individuen zu tun, wir haben es mit obdachlosen Personen zu tun, wir gehen da raus, beraten die und gucken, dass wir die irgendwo reinbringen, dass die irgendwo unterkommen. Für uns als Straßensozialarbeiter ist das Ziel, erstmal in den Lebensraum dieser Menschen zu kommen, in die Lebenswelt dieser Menschen, sie zu erfassen, dort geduldet zu werden, dort akzeptiert zu werden und eine Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen und dann zu analysieren, mit was haben wir es hier eigentlich zu tun. Wenn jemand sagt, ich bin hier auf der Straße und ich bin eigentlich gerne auf der Straße und das möchte ich sein, dann werden wir einen Teufel tun, den davon zu überzeugen, dass er jetzt was anderes tun muss. Wir hinterfragen es vielleicht mal und hinterfragen, warum ist das denn so? Liegt das jetzt wirklich daran, dass du dich so wohlfühlst auf der Straße oder ist es vielleicht, weil du keine Alternative siehst? Das können wir dann schon thematisieren und dann können wir sagen, also die und die Alternativen gäbe es. Und dann muss der Mensch sagen, ja, das ist was ein Angebot, das kann ich mir vorstellen, den Weg können wir gehen oder eben nicht. Das Ziel ist völlig offen, das wissen wir vorher nicht. Also wir sagen nicht, der muss jetzt irgendwo in der Einrichtung rein. Und was wir dort vorfinden, finden wir Individuen vor, natürlich arbeiten wir mit diesen Individuen. Aber wir finden auch Gruppen vor. Wir arbeiten in einem Sozialraum, wo sich diese Menschen aufhalten. Und in diesen Sozialräumen gibt es immer Konflikte. Es gibt Veränderungen in diesen Sozialräumen. Und das sind alles Themen, mit denen wir zu tun haben und wo wir uns einschalten. Das heißt, wir machen eine Gemeinwesenarbeit, wir machen eine Gruppenarbeit, wir machen eine Einzelfallarbeit. Und wir verstehen uns auch als Leute, die eine politische Arbeit machen, die mit einer Öffentlichkeit in eine Diskussion gehen, mit Politikern in eine Diskussion gehen, die Dinge thematisieren, die eine anwaltschaftliche Funktion haben, die sich für die Interessen dieser Menschen einsetzen und so weiter. Also Streetwork ist ein großes, weites Arbeitsfeld und es geht eben nicht ausschließlich um Individuen. Darum geht es auch, das ist ein Teil unserer Arbeit, aber nicht das Ganze. Und da gibt es kein Pauschalrezept. Also ganz viele lernen wir kennen, die sind ja meistens in Gruppen. Und dann haben wir eine Gruppe und die kennen wir und da ist ein Neuer dabei und dann lernen wir über die anderen den dann wiederum kennen. Manchmal sind die aber auch einzeln oder ein Pärchen, das wir nicht kennen. Das ist dann unterschiedlich, man muss gucken, also da muss man dann auch so ein Gefühl für entwickeln. Wenn man merkt, die wollen nicht so richtig oder so, dann geht man manchmal vorbei und der erste Kontakt ist einfach nur ein Blick. Man guckt sich einfach nur in die Augen und geht weiter. Und irgendwann später sagt man halt mal Hallo und geht weiter. Kann aber auch ganz schnell gehen. Ansonsten sucht man sich oft irgendwelche, wenn ich jetzt jemanden sehe, der hat einen Verband oder irgendwas, ich sehe, der hat die Hand kaputt oder irgendeine Verletzung an der Hand, dann kann man sagen, hallo, was ist mit deiner Hand passiert? Also darüber habe ich ein Gesprächsthema, der sieht, ich interessiere mich für ihn. Und dann kommt man ins Gespräch und irgendwann sagt man übrigens, ich bin Straßensozialarbeiter und wenn irgendwas ist, wir sind hier öfter unterwegs, du kannst uns jederzeit ansprechen. Und dann muss man gucken, wie weit das Gespräch geht. Das kann ganz kurz sein und man geht weiter, das wird später intensiver, je nachdem. Wenn wir im Bus am Bahnhof Zoo sind, dann bauen wir da vorne Bänke auf. Dann können die Leute sich da einen Kaffee holen und setzen sich hin und trinken Kaffee. Und darüber kann man ganz gut in Kontakt kommen. Manche denken natürlich auch immer, wir reden dann die ganze Zeit über Probleme und über Lösungswege und wie man das als Sozialarbeiter so macht. Man hat es ja damit zu tun. Machen wir auch. Aber ein ganz, ganz großer Teil von unserer Arbeit ist, wir reden über das Wetter, über Fußball, über was gerade in der Zeitung steht, über alles Mögliche. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, weil wir sind einfach im Gespräch mit denen und stellen eine Beziehung her. Ja. Und die brauchen wir. Und dann kommt irgendwann auch die Sprache auf das Thema Wohnen, auf das Thema Behörden, auf Sucht, auf was auch immer so anliegt. Man muss halt einfach immer gut zuhören, was die Leute so sagen und dann setzt man an und kommt dann vielleicht mal irgendwann dazu. Das kann sehr schnell gehen, dass man auf dieses Thema kommt, das kann aber auch ganz schön lange dauern. Wie lange wir mit Menschen zu tun haben, ist auch höchst unterschiedlich. Es gibt welche, die kennen wir Jahre, es gibt welche, die treffen wir einmal, sagen denen, das und das und das und da ist das und da musst du dahin, wenn du das haben willst, musst du dorthin.
Und dann sehen wir die nie wieder. Also man darf sich erstens schon mal nicht einbilden, dass ich besser weiß, was für den anderen gut ist. Also diese Haltung muss man schon mal haben, dass der Mensch für sich selber verantwortlich ist und für sich selber entscheidet. Und auch wenn ich diese Entscheidung für unsinnig halte oder so, muss ich sie irgendwie akzeptieren. Und wenn man das macht und eine Kontinuität, also Kontinuität ist ganz wichtig, man muss immer wieder dahin und sich immer wieder sehen lassen, auch wenn man bei jemandem merkt, das ist irgendwie jetzt hier am Ende, wir kommen hier nicht weiter, dann hält man trotzdem den Kontakt, man sagt trotzdem Hallo und zeigt, ich bin da, wenn du mich brauchst, wir stehen zur Verfügung, aber wenn du jetzt im Moment uns nicht brauchst oder nicht willst oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist das auch in Ordnung, das ist okay. Aber wir sind da. Wir brechen es nicht ab. Und ja, da braucht man viel Ausdauer und braucht auch manchmal eine hohe Frustrationstoleranz, weil man manchmal jemanden sehr lange arbeitet und denkt, ja, jetzt ist er an so einem Punkt, wo sich endlich mal was tut, wo sich was verändert. Und da ist es höchste Zeit, dass ich was verändere, weil ich ansonsten die Befürchtung habe, dass dieser Mensch bald stirbt. Und dann versaubeutelt das halt wieder. Und bricht den Weg ab und knallt sich die Birne voll und es geht alles wieder den Bach runter. Das ist manchmal frustrierend, aber man muss es auch irgendwie, das muss man aushalten. Das muss man dann halt auch akzeptieren, dass es so ist. Und man muss auch manchmal akzeptieren, dass man in bestimmten Dingen nicht helfen kann. Dann ist es so. Sonst sterben auch manchmal Leute weg. Und das muss man halt ertragen. Soziale Arbeit ist erstmal schwer zu messen. Also wenn man sagt, erreichen wir unsere Ziele, muss man erstmal fragen, was ist denn überhaupt das Ziel? Unser Ziel ist erstmal in diesen Lebensraum zu kommen und in diesem Lebensraum akzeptiert zu werden. Und das gelingt uns sehr gut. Wir bräuchten erstmal mehr Personal. Wir bräuchten ein umfangreicheres Angebot. Wir bräuchten einen anderen Wohnungsmarkt. Es gibt ein neues interessantes Projekt in Berlin, das ist jetzt das Housing First, dass er eigentlich auch so diesen Ansatz hat, dass der Sozialarbeiter eben nicht mehr bestimmt, was der Mensch da tut, sondern der Mensch bestimmt es selber und kann auf einen Sozialarbeiter zurückgreifen oder es aber auch sein lassen. Hat in Finnland funktioniert, in Berlin ist es ganz neu, ich finde den Ansatz erstmal sehr richtig und hoffe, dass das ausgebaut wird.